Mit dem Bindefaden wird bis ca. Mitte des Hakenschenkels eine Grundwicklung gelegt. Ein Stück Polygarn wird am hinteren Ende zugeschnitten, damit beim Einbinden ein leicht konischer Unterbau entsteht. Das Material wird von vorne nach hinten eingebunden und der Bindefaden anschließend wieder nach vorne zurückgeführt. Nun wird die Hechelfeder auf den Polygarn gelegt und mit einigen Wicklungen fixiert. Der Überstand wird abgeschnitten. Anschließend werden um den Post einige Wicklungen gelegt, damit dieser schon etwas aufrecht steht. Der Haken wird nun neu im Bindestock positioniert und der Bindefaden anschließend in den Hakenbogen geführt. Der Körper wird mit Flyride-Dubbing erstellt. Zuerst ein wenig Wachs auf den Bindefaden anbringen, dann das Dubbing anbringen und anschließend bis zum Post nach vorne wickeln. Den Haken anschließend wieder in die Ursprungsposition bringen. Als Thorax werden einige Pfauengrasfibern verwendet. Diese werden vor und hinter dem Post fixiert. Den Bindefaden nach vorne bringen und das Pfauengras mit einigen Wicklungen hinter und vor dem Post anbringen. Abschneiden, einige Stützwicklungen legen und anschließend mit dem Whipfinisher einen Abschlussknoten machen. Der Haken wird nun vertikal in dem Bindestock positioniert. Direkt über dem Hakenschenkel wird eine Grundwicklung gelegt. Diese stärkt den Post. Die Hechel wird nun mit mehreren Wicklungen um das Polygarn gedreht.
mit dem Bindefaden an der Unterseite abfangen, den Rest von der Häkel abschneiden und anschließend mit einem Whip-Finish-Knoten fixieren. Den Post auf die richtige Länge abschneiden und zum Schluss eventuelle Hechelfibern, die zu weit nach unten stehen, abschneiden. So liegt die Klinkhammer optimal auf der Wasseroberfläche. Viel Spaß beim Nachbinden und viel Erfolg am Wasser.